Ich finde auch. Und da die auch cool. Pick Bun, übel gerne. First Pick. Ich weiß aber nicht, ob das weiß ich nicht, ob wir First Pick wollen. Also, mir ist das egal. Also, keine Ahnung, welche Map wir nehmen. Da können wir uns drauf einigen. Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Ja, von mir aus, das, was wir hier haben, können wir ja nehmen. Ich finde auch diese gespiegelten, so wie das jetzt aufgebaut ist, schon fein. Und da gibt es ja noch Tournament. Da gab es ja noch ein paar. Ja, genau. Ich dachte jetzt auch hier irgendwie, keine Ahnung, hier die. Ja, die habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Aber die finde ich zum Beispiel so viele Dollarzeichen in der Mitte, da denke ich mir so, what? Also, aber die hier ist super geil. Also die hab ich auch mit Bram gespielt und auch mit Johnny. So, da kann man, wenn man alleine spielt, expandiert man halt wie blöde. Wenn man zu zweit spielt, muss man sich da schlau reinteilen. Also die finde ich halt mit am coolsten. So, vor allem, weil das Ölbärtel wirklich buchstäblich retarded ist. Und die Map ist auch nicht so groß, wie sie aussieht. Ne? Ich dachte erst, die wäre übel groß. Nope. Fucking not at all. Naja, man schießt schon relativ zügig auf sich selbst. Mach sieben gleich leiser. Kein Problem. Johnny will dahin. Aber Moment, das heißt links und rechts, ne? Dahin. Warte mal. Ja, jetzt. Das macht ja Sinn. Wir sind zwei. Achso, ich bin. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen so, dass wir. Also derjenige, der jetzt als erstes pickt, quasi das Team pickt, in der zweiten Runde dann ein zweites, drittes. Dass wir das einmal wechseln, weil ich weiß cool, ehrlich gesagt gar nicht, was besser ist. Ja, wir haben ja, wir können uns ja absprechen. So ist ja. Ist halt, also, ja. Ich habe halt so ein, zwei Generäle, die ich halt spiele. Ja, ich das war da sehr halt ähnlich, so. Also, ne? Also, ist eigentlich relativ egal, ob ich damit. Ich glaube, Johnny ist da nicht so ähnlich. Was soll das denn jetzt? Kannst du bitte auf meiner Seite sein, wenn wir in demselben Team sind? So, na gut. Bram fehlt noch? Ja, ich arbeite gerade dran. Aber du kannst ja, also Jay, du kannst das schon mal auswählen, wenn du willst. Also Jay first picked, oder was? Ja. Okay, das okay. Ist gerade keinen von euch. Aber ich bin bei euch im Netzwerk. Moment, aber ihr seid übers Netzwerk gegangen, aber Hamachi, oder? Ja. Ist die IP nicht richtig? Hast du. Ganz kurz mal guck mal geh mal in Optionen und guck dir die IP mal an. In Optionen. Ja, mach ich sofort. Moment. Du schaffst das. Beim Minimieren ist Dings natürlich mal wieder abgestürzt. Ja, Minimieren versteht generell dieses Programm sehr gut. Also da gibt es auch gar keine Probleme mit, wieder reinzukommen. Nein. Muss auch nicht Bildschirmaufnahme machen. Nein. Was passiert denn, wenn das Spiel abstürzt? Dann sind wir Ehrenmänner also außer und sagen, wir ist, außer neu. Es ist natürlich im verlorenen Zustand. Heißt so. Ich würde sagen, wir einigen uns da, ne? Wenn da gerade ihr mit dem Panzer auf mein Hauptgebäude drauf geht, werde ich nicht sagen, ja, Rematch. Aber, das hätte ich noch geschafft, ne? Da kann man ja auch drüber reden, ob es noch einen Plan gab. Das Spiel ist halt assi, was Minimieren angeht. Ja, Minimieren ist höchst verboten. Wer Alt-Tab drückt, ne, ist einfach auf sich selbst gestellt. Ist einfach, you die. So, okay, dann Jason, sag mal dein erstes Volk schon mal, solange wir noch ein bisschen tüdelt. Ja, dann könnt ihr einfach schon picken. Ich spiele in der ersten Runde den Demolition General. Okay. Ja, dann bin ich als LOL Main natürlich. Da ist er doch. Mit dem Säure-General am Start. Okay, nice. Okay, scheiße. Johnny muss ich tatsächlich minimieren, um die Scheißszene zu wechseln, weil der die Shotcuts dafür nicht annimmt. Das ist okay, probieren wir nochmal. Okay, Maxim, hast du eine Empfehlung? Also, es gibt halt, also wir werden ja auch dann in die nächste Aufnahme dann gehen, ne? Also, Räume müssen wir halt wechseln. Da muss man leider raustappen, ne? Ja, oder wollt ihr wechseln? Nee. Ach so, wir wollen in verschiedene Räume gehen. Ja, also strategisch absprechen. Also, wir waren richtig tryhard. Ja, wir machen Todes-Tryhard. Richtig tryhard. Und danach lachen wir, wenn wir zurückkommen. Ja, okay. Oder okay. Reden wir. Darf man jetzt auch bannen oder ging es nur? Da müsstet ihr den Raum wechseln, weil ich kann jetzt nicht mehr minimieren. Ja, nee, das ist okay. Ich würde den Raum wechseln. Ja. Bei mir geht es schon raus, ganz gut. Maxim, soll ich dafür gehen, was ich denke, was du denkst? Du musst es zeigen, also. Ja? Du gehst das, was du gegen mich gegangen bist. Ich gehe dafür. Und da bist du. Time for Infantry, okay. Ja, Bram, was spielst du? Das ist gar nicht aktualisiert. Ah, doch, jetzt. Oh Gott, so lange dabei. Random hat ja sogar tatsächlich den Vorteil, dass wir es nicht wissen, ne? Daran habe ich doch gar nicht gedacht. Das wäre auch der Shit. So, oh, ich gehe random. Ist auf jeden Fall ein dicker Eier-Move, so bin ich ehrlich, ne? Aber mit USA, also ich finde USA und China brutal schwer. Aber. Ja, ich finde es, ja. Die haben auch Vorteile. Nee, Vorteile haben sie, aber ich finde es halt. Ich finde es halt tausendmal schwerer, keine Ahnung. Maxim, red weniger. Das keine Information preisgeben. Bram, wen nimmst du? Ich gehe auch mit Säure. Alles klar.
Oh, der arme Infanteriegeneral. Ist gar kein Problem. Alles um mich herum riecht einfach nach Scheiße und ich denke mir, easy, easy. Limit Super Weapons. Luft, okay, dann. Ich würde sagen, wir wechseln mal den Raum. Genau. Ach ja, stimmt, natürlich. Wir trinken auf Annehmen. Haut rein, Boys, ne? Good luck, have fun. Viel Spaß. Ja, wir gewinnen. So. Channel switched. User joined your channel. So. Zack. Alter, der Blackscreen, Leute, in der YouTube-Aufnahme ist real. Aber nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen. Ne? Wir haben Pick-Bun gemacht. Ich habe meinen Pocket-Pick, Main-Pick genommen. Und ich bin ziemlich nervös, aber Maxim wird mich carry, meinte er, ja? Wie machen wir das? Fighten wir um dein Öl oder fighten wir jeweils um eins? Also ich werde auf jeden Fall, ich habe ja Säure-Truppen. Das bedeutet, meine Soldaten sind sowieso besser. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die sogar ein bisschen Resistenz sind gegen Säure. Weil wenn das nämlich der Fall ist, kriegt er meine Leute nicht getötet. Du musst akzeptieren. Ja, ich wollte noch nicht. Ich wollte noch darüber reden, was wir machen. Du musst akzeptieren. Also wir werden... Okay. Wir werden um jeweils unseres. Wir machen nicht 2v1. Nicht 2v1? Nee. Ich glaube, bei dem Öl lohnt sich das quasi noch nicht so richtig. Und ich glaube, wir sind eh so ein kleines bisschen cooler. Oh mein Gott, ich stotter direkt neben den Dings. Ah, das leckt einfach ultra hart. Okay. Ah. Jetzt hat es sich ein bisschen beruhigt. Alter, ich starte einfach in dem Ding. Der ist übel geil. Also das hat mich jetzt sogar. Also, ich kann ja am Anfang nicht mal ein Gebäude bauen, ne? Das heißt, ich muss mich jetzt hier erstmal drum rumkrächzen. Ich muss hier erstmal Platz machen, sagst du. Okay. Boah, ich brauch die Minimap-Scheiße, aber die 1000 sind auf jeden Fall gut investiert heute. 1000 kostet die? 1000 Radar, ja. 1000 ist wirklich teuer. Ja, aber ganz ehrlich, ohne kriegst du einfach Paranoia. Und zwar brutale Paranoia. Gehst du sofort für das zweite Ding? Ja, ich gehe für das südliche. Das definitiv. Dann nimmst du das, ne? Ja. Ist okay. Unsere Chemiewaffen sind großartig. Also ich werde die mit Gebäuden versuchen, da unten wegzunehmen. Weil wenn er nur mit kleinen Truppen kommt, dann kriege ich den da auf jeden Fall weg. Dann baue ich da nämlich eine Gatling einfach hin. Okay. Und hoffe, dass das gut geht. Ansonsten gehe ich halt für Panzer nicht. Ich kann hier halt nicht für Infanterie-Spam gehen, weil es halt übel dumm ist. Okay. Weißt du? Der baut hier schon. Was aber baut der? Baut, der baut... Dings, ich muss abbrechen. Der baut da seinen GLA-Bunker hin. Okay. Ich kann nichts mehr bauen mit dem. Alter, der ist ja geist so behindert. Oh, das war wasted. Aber ich glaub, der Bunker war echt schnell da. Also ich habe einen Säurepanzer hier. Ja. Der hat halt wirklich gleich einen hingeschickt, ne? Ja, I betrolled. Bei dir auch, oder was? Ja, bei mir steht auch direkt da so ein Ding. Aber der... Vielleicht kann ich den trotzdem sneaken. Also das Ölding. Aber da wird er ja auch hingucken. Ich habe da leider relativ hart reingekackt. Okay, ich kann ihn trotzdem abbrechen, weil ich einfach nur ein Genius bin. Ja, das ist halt toxic, ne? Das ist halt tatsächlich ein relativer Hardcounter. Also ich werde ihn noch einmal abbrechen können, aber eins von beiden hat er schon. Das andere wird er auch auf Dauer kriegen. Ist relativ schwer, da das gegen zu machen gerade. Vielleicht kriegt er gleich nochmal einen Bunker hin. Aber auch Bunker ist halt über useless gegen den. Ist halt echt schwer für mich. Ah, ich hab den einen noch einmal abgebrochen. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, ich werde versuchen, möglichst früh auf R zu gehen, so, sonst wird das echt... Auf was gehen? Auf R. Okay, R ist eine gute Idee. Ich glaube, sonst wird es einfach super schwer für mich. Weil der kann ja alle meine Gebäude quasi die ganze Zeit wegnehmen. Kommen wir irgendwie in die Backline bei den Reihen vielleicht? Ich baue jetzt halt eine kleine Armee, um die Bunker mit einmal zu zerstören. Weil er hat keine... Ich versuche einmal an dem vorbeizufahren und hinten in die Economy reinzukommen. Ich glaube, es sollte klappen. Das wäre eigentlich, glaube ich, relativ nice. Ja, ich bin an dem vorbeigekommen. Aber ich weiß nicht, was ich da am besten zerstöre gleich. Wir müssen ja mal gucken. Ich versuche mal in der Mitte hier noch so ein... Ey, der baut hier. Der versucht das unter der Mitte, das Ding einzunehmen. Okay, da kann ich hinfahren. Okay. Da kann ich hinfahren, weil ich habe das da drüber eingenommen. Ich habe ihn in den Hügel eingenommen.
Kriegst du den da weg? Ich gehe auf jeden Fall dann auf Raketenbuggies jetzt nicht. Kannst du den da unten wegnehmen? Weil da würde ich ja, den da bauen. Das ist relativ tricky da. Okay, okay. Sieht gut aus. Ich habe jetzt ein paar Flieger auch, aber ich will die noch nicht zeigen. Ah, das ist schon okay. Okay, das haben wir eingenommen. Das nutze ich jetzt noch. Ja. Ich mache weiter Skorpione die ganze Zeit, damit ich eine gewisse Grundarmee habe. Und ich gehe gerade auf Flugzeuge, ich habe die gleich alle voll. Okay, weil dann kannst du oben das wegsprengen. Wenn du da oben das wegsprengst, wäre es insane. Ja, aber weil ich halt da die drauf? Mitte. Nee, dabei gehe ich nicht drauf, ne? Nee, nee. Gehe ich jetzt für den Bunker oder springe ich einfach direkt das Ding? Ich springe sofort das Ding, ne? So, weil der beobachtet jetzt auch schon ein kleines bisschen schon. So. Ja, ich kriege das auf jeden Fall auf Dauer weg, aber es dauert ein bisschen. Okay, der hat gerade übel viele Raketenmänner rausgeschickt. Nee, du sollst, musst den Turm, den Gatling-Turm angreifen. Okay. Nicht den Ölbunker. Okay, okay. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, ne? Der hat da ganz viele kleine Mistvieh-Dinger hingeschickt. Das wird einfach schwer. Ich gehe ein bisschen auf Inferno kennen wahrscheinlich. Du bist der... auf Nuke-Bombs. Okay. Ich überlege nämlich, ob ich Dings baue. Warum sind die da runter? Ob ich jetzt schon mal mit dem Scud-Sturm anfange. Ja, also der hat zwei von den Traktoren auf jeden Fall. Okay, der schickt jetzt seine Raketenleute zu mir. Der macht den ersten Push. Okay, ja, ich hab R. Okay, du musst da die R-mäßig halt gucken. Also er hat ein paar Sachen. Ja. Also der unten wird halt gleich auch einen Push auf mich machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den so gut wegnehmen kann. Ist ein bisschen problematisch gerade. Ich habe da nicht so. Okay, ich verliere da so ein bisschen HP, aber ist okay, der hat übel Schiss, weil jetzt kann ich den mit den Raketenbuggies chasen. Okay, unten kommt halt jetzt gleich auch was. Ich weiß nicht, ob ich das. Also, da meine R ist halt zu weit vorne, das fuckt ein bisschen ab. Du kannst oben mit R angreifen, ich nehme seine Flaks auseinander gerade. Okay, aber dann gebe ich unten ein bisschen was auf, ne? Ja, okay, ich komm oben rein. Ich nehme den Bunker da, ne? Kannst du da noch weitergehen? Nee, ne? Ah, der nimmt halt gleich meinen Flughafen da unten weg. Ich kann da nicht viel, glaube ich, gegen machen. Ich probiere nochmal einen Bunker nachzuziehen. Aber Bunker ist halt auch super useless gegen den. Ist halt echt schwer. Okay. Sag mal nicht, alle haben es geschafft. Naja, ich weiß. Aber ist okay. Der hat ein bisschen gedirbt hier vom Micro her. Der, ja, bei mir auch. Der hat zwei Skorpione verloren. Ich nutze jetzt oben seine Türme. Okay. Ich kill den da oben jetzt. Nice, sehr gut, sehr gut. Der hier unten wird übel nervös. Der ist einfach zurückgefahren. Der hat mich easy machen können, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, Bram, sage ich. Bram ist das, glaube ich. Der ist übel nervös gewesen, what the fuck. Der hätte einfach durchziehen müssen. Dann wäre ich ziemlich fucked gewesen. Okay, ich werde in der Mitte gepusht. Aber ich habe da noch ein paar Turrets. Ich habe auf dem Rückweg den noch ein bisschen was weggenommen. Ich glaube, ich kann den sogar noch ein bisschen weiter chasen. Das ist gerade mega gut für mich. Okay, ich glaube, ich flanke den dann. Unten den? Okay, ja. Sieht gut aus, der verliert da noch mehr. Ich glaube, der hat da nicht mehr viel da unten. Ja, ich nehme jetzt seine Türme da auseinander, seine hinteren. Ich versuche einfach noch ein bisschen was hinterher zu pushen, aber ich habe gerade nicht so viel. Weil der hat jetzt da oben die Basis eingenommen, aber der kann ich in die Mitte. Siehst du da bei dir den Fighter? Ja, ne? Ja, ich erobere das jetzt alles wieder zurück. Ich flank den jetzt, okay. Der wird jetzt richtig leiden dort. Ja, das ist sehr gut. Sieht gut aus. Habt ihr da auch nochmal mit... Ich schieße den da die ganze Zeit mit Erb und der hat nichts mehr dagegen. Das ist super dumm. Also super gut für uns, obviously. Okay, und mein Scud-Sturm ist auf dem Weg, by the way, ne? Ja, das ist halt mega gut. Okay, ich werde jetzt auch gesandwiched, merke ich gerade. Ja, ich bin aber R-mäßig unterwegs, ne? Ich schieße den da alles kaputt. Okay. Also den da oben schieße ich fairerweise gerade gar nicht so viel kaputt, muss ich sagen. Also der dich vor oben sandwiched, für den ist... Ich geh da hin. Aber der hat halt ein so ein Stufe 3-Ding, das fickt halt gut rein, ne? Ne, das ist okay. Alter, der hat hier irgendwie seine... Hier. Also der hat mir die Basis jetzt genutzt, was ein bisschen nervig ist, aber er intet noch nicht komplett rein. Dafür habe ich habe jetzt übelst die Buggies. So, mit Buggies yes, nutze ich den halt von 1000 Kilometern aus. Yes. Da musste ich gerade aber richtig mal Krone. Okay, du gewinnst das über Range, ne? Ich gewinne das über Air. Oh mein Gott, ich bin viel zu nah dran. Hügel runterschießen geht doch nicht. Eieiei, das war eine Rakete, du.
Okay, ich brauche auf jeden Fall eine zweite Panzerbasis. Dann darf der Platz nicht reichen. Hä? Nummer 1. Okay, ich kann das die ganze Zeit deffen, aber ich komme hier nicht so wirklich irgendwie einen Schritt näher Richtung Push. Also ich hab grad gedacht, ich habe alle meine Units verloren, dabei habe ich die nur in den scheiß Bunker getan. Ich werd auf eine Superwaffen gehen, ich habe zu viel Money. Mach das. Aber ich krieg halt... Ja, ich geh auf Nuke. Ich glaube, wenn ich auf Nuke gehe, der versucht gerade deine irgendwie auf dasselbe zu kontern, wie du das immer machst. Also ja, aber einfach ich hab einfach mehr. Und ich habe halt auch einfach R. Ich komme da mit R dazu. Kannst du auf die Anti-R-Dinger gehen? Der geht in die Mitte. Das ist nicht gut. Oh, der will durchbrechen. Der ist übel dumm. Ja, ich er kommt. Ja, ich habe dort einen Bunker. Der hat keinen Buggy. Der verliert gerade 80% seiner AP. Ja, ja, das RIP. Ich habe da auch nochmal reingedonnert. Das sieht gut aus. Schön noch ein paar Units bauen. Nicht vergessen. Ja, ich baue hier ordentlich durch. Aber ich gehe gerade auf Nuke, ne? Also es kann ein bisschen dauern, bis da wieder was kommt. Alter, warum kann ich denn hier nirgendwo bauen? Okay. Der versucht da wieder außen rum, aber das sieht eigentlich gut aus. Die haben gerade nicht wirklich viele Minerals, ne? Aber die haben halt oben und unten die ganze Zeit das Ölding, was wir halt nicht contesten. Ja, die haben gerade übel viel reingeschickt, ne? Ich bin Stufe 3, by the way. Also ich bin aufgestiegen. Nice. Das heißt, ich habe jetzt ein Ölding Geld. Weg. Okay. Chillt mal gerade eine Runde bitte, bevor er kaputt geht. Ich nehme den unten das Öl weg. Einfach, ich nuke da einfach rein und dann soll er gucken, was er macht. Okay, ich habe da gerade ein bisschen was verloren. Alter, die Säure schießt ja von oben runter. Das ist ja widerlich. Ja, ich kann da schwer rein, weil die so viel Erde haben. Also so viel Anti-Air. Ja, die Anti-Air-Mechanik wird auf Dauer nicht schön, aber ich kann bald einen Scudsturm fahren. Also das. Vor allen Dingen müssen dann ihren Scudsturm definitiv killen. Also wenn das nicht klappt, wird es halt übel anstrengend. Ja, ich nehme gerade das Öl weg. Wo kriegen die noch Money her? Also wenn der aufgestiegen ist, kriegt er auf jeden Fall noch Money, aber ich glaube, er hat so viel verloren. Da kann gar nichts mehr aufsteigen. Und ich natze den hier gerade ein. Ich habe den das komplette Öl weggenommen. Und mein Fahrzeug in den Tod geschickt, scheinbar. So ein bisschen zumindest. Okay, der hat gerade richtig viele Buggies. Ich brauche da oben unbedingt Luftschlag. Ja, ich sehe es. Aber ja, okay. Ich probiere. Dauert ein bisschen. Das Gute ist, er geht halt immer noch Melee rein. Aber der hat jetzt mittlerweile Battlebunker. Also das wird jetzt übelst anstrengend für mich. Okay. Also der hat jetzt die Mitte. Die haben jetzt die Mitte gemeinsam eingenommen, ne? Ja, ich komme da mit Nuke. Ich komme da mit Nuke. Das sollte eigentlich machbar sein. Ach, meine scheiß Gebäude waren halt noch ein bisschen im Stress. Meine Flieger. Okay, weil wenn die den Hügel da oben haben, ich habe jetzt halt übelst viel. Also ich meine, es war übel teuer für dieser. Und ich bin wie gesagt gut aufgestiegen. Ich überlege, ob ich die bei denen die Backline hinten kaputt mache. Ja, ich habe hier einen Bunker, die kommen da vom Hügel nicht runter und oben auf dem Hügel ist. Die hatten ja noch ein Öl hier oben, sehe ich gerade. Ja, ich weiß, das meine ich ja. Ich habe unten ihnen das Öl jetzt erst weggenommen. Okay, ja, ich habe noch ein bisschen was habe ich auf jeden Fall noch rausgenommen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das genug war. Muss auf jeden Fall nochmal Strom nachziehen. Oh ja, yes, er intet rein, sehr gut. Ich komme da sofort wieder mit R. Okay, ich habe gerade richtig viel Raketenbuggies kaputt gemacht. Ja, ich habe es gesehen, es sah insane aus. Ups. Ja, der kommt jetzt nochmal vom oben. Okay, Scudsturm kommt jetzt, ne? Wir müssen jetzt überlegen, wie wir das machen, ob wir das auf seine... Also, kannst du dort scannen? Du hast doch Hackerzentrale, oder? Weil die Hackerzentrale kann das, glaube ich, aktivieren. Nee, habe ich noch nicht. Dass du alles siehst. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich hab's noch nicht. Ich bin jetzt auch Stufe 3, ich kann da Artillerie drauf donnern. Ich weiß, wie viel Damage das macht. Okay, weil meiner ist... Also, ich weiß gar nichts, wo bei ihm irgendwas ist, ne? Ich weiß nur, wo der Scud ist. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach auf... Ich hau das Ding jetzt einfach ziemlich zentral rein. Und dann versuchen wir den jetzt zu natzen. Hast du da einen, wo ich jetzt auf der Map was sehe, ne? Ja, also ähnlich, ja. Aber es. Oh, scheiße, das hätten wir echt koordinieren müssen, merke ich gerade. Ja. Das ist gerade irgendwie alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich muss ja gerade ein bisschen. Das Ölding steht einfach immer noch. An die Eco hinterher gehen. Okay, ich habe jetzt wirklich nicht viel geschafft, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Scud. Oh mein Gott, das war übel gut. Jo. Oh, der hat hier gerade eine übelste Arbeiterarmee losgeschickt. Das ist, weil den sein Ressourcending leer gegangen ist. Da können wir gerade richtig Money machen. Oder du Money, ich kann da Spaß haben. Okay, er hat jetzt mittlerweile richtig viel Raketenbuggies. Ich kann halt meine Artillerie auf den Lucky Punch schicken. Nee. Nee, du machst die mit Flug schon platt. Das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, was der andere die ganze Zeit macht. Irgendwie kommt da nicht so viel. Okay, der hat einen Scudsturm ready. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil bei mir ist alles ultra gecrowded. Also wenn der irgendwas sieht, ist halt over, so. Ja, der wird halt das ist halt legit over dann. Feuert den zum Glück nicht ab. Okay. Ich kann da chasen, so. Soll ich mal mit Flugding einfach auf das Scudsturm gehen und hoffen, dass ich es noch kaputt kriege, bevor es abfeuert? Ich probiere das mal. Das schaffst du zeitlich nicht. Oh, nee. Scheiße. Aber ich krieg trotzdem Free Damage auf seinen anderen Scudge. Oh, der hat hier so Units erschaffen. Mitten in meinem Shit. Okay. Ah, der repariert den Scudsturm einfach. Das ist super annoying. Das ist ja langsam die Phase, wo ich hier auch mal... Okay, der Scudsturm feuert. Ich hoffe, dass er... Ich versuche, meine Flugzeuge in die Luft zu kriegen. Also ich hab gerade seine Armee genutzt. Ich sehe nichts. Bei mir leckt's. Okay. Ja, bei mir war es auch gerade leggy. Das ist, glaube ich, aber auch legitim, bei dem, was hier gerade abgeht. Ich sehe, dass du da ziemlich deep drin bist, ne? Ja, aber das läuft auch gerade ziemlich gut. Ja, ich komme da mit R dazu. Sieht nicht so aus, als hätten die da noch viel. Wo ist der Scudsturm? Der Scudsturm ist bei dir in der Base. Was ist da noch? Ist da noch was übrig? Ne, sieht alles gut aus. Okay, nur ist auf jeden Fall die Panzergebäude zerstören. Genau, so, wäre sehr gut. Ich versuche einfach nur reinzudeffen. Ich mache da quasi einfach nur Ground Control. Also ich schicke meine AI einfach nur hin, damit die da Ground Control deffen. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das besser micron soll da. Hab da keine Ahnung von. Ja, das ist gut. Das ist gut. Deine Flieger sind insane. Ja. Also die machen gerade lächerlich wieder. Aber ich habe jetzt alles nochmal... Oh, ich habe gar nichts neu gebaut. Nee, bei mir hat alles wieder aufgebaut. GBA ist OP, Alter. Ich habe zwar keine Panzerbasis mehr, aber... Okay, sag mir das nächste Mal, wenn du rausgehst. Hab ich vielleicht... Wie rausgehst? Achso, ja, okay. Da war ich nee, er hat halt Verstärkung geschickt. Ne? Ja, ich weiß, aber ich war halt... Es sind vielleicht noch ein paar Flugzeuge mehr reingeflogen, als unbedingt notwendig waren. Der hat auch einen Sniper auf dem Schlachtfeld, der mich die ganze Zeit abfuckt. Okay. Just for your information. Ich komm da, ich schick da oben mein Nuke-Ding hin. Also mein Long-Range-Nuke. Bei mir ist in... Keine Ahnung, wie lange... Ist mein Ding auch mal ready. Okay, ich glaube, ich töte gerade richtig viel von ihm. Ich habe jetzt so eine Säurebombe reingeschmissen und es sind alle tot. Nice. Ich schick R hin und mein Nuke-Ding kommt. Okay, weil ich mache jetzt seine Panzerbasen kaputt. Ja, ich sehe es. Der versucht nach unten abzuhauen, ne? Ja, aber das ist okay, weil dann verlässt er die Gebäude. Macht das Gas meine Units kaputt? Nee, ne? Ja. Meine Flieger? Shit. Nee. Wie slack, ey. Hoffentlich kackt es nicht ab. Sieht gerade echt die Atomrakete, du musst die Atomrakete abfeuern irgendwo hin. Ich schieße da einfach nochmal mitten rein ins Lager. Das Lager soll richtig gut sein. Achtung, oben. Achtung, dass du da jetzt nicht reinläufst. Nicht reinlaufen, ja, nicht reinlaufen. Ich hab zu viel Range. Ja, sieht aus, als hätten wir ihn gebrochen. Oh Gott, der hat die Artillerie hier random. Ah, das bist du! Deine Artillerie läuft in die Säure, muss aufpassen. Nö, hä? Ist doch gut. Ach so, so viel? Okay, so weit geht das, oder was? Da, Funk. Ja. Na gut, das Ding ist ein bisschen kaputter, als ich gedacht hätte. Der greift mich an. Unten? Ja. Ja, ich nenne das für deine Artillerie muss schießen, Alter. Nein, du hast sie abgebaut. Ey, was? Was ist gegen? Oh, die stand einfach godlike. Aber ich natze den von hinten übelst alle. Alter, der ist übel und der rennt da rein in meinen Bunker und in meine. Ja. Ja, der ist raus. Oh, warte, ich werde von hinten genatzt. Aber auch das können wir verteidigen. Sieht gut aus, Maxim. Gut, also auch weitermachen, ne? Ich würde dir auf jeden Fall nochmal irgendwo Gold einnehmen wollen. Weil ich krieg halt, ich habe halt zum Glück echt viele Schwarzmärkte gebaut. Deine Artillerien können, by the way, einfach random irgendwo stehen, ne? Das ist schon... Ja, aber die werden dann von Sniper abgeschossen. Ich muss hier ein bisschen Bewegung halten, leider. Der schießt... Okay, Scudsturm? Oh, das... Nee, das ist seiner, ne? Wie geht denn der Scudsturm? Welcher Scudsturm ist gerade ready? Ist meiner? Ja, der Orangene da unten. Der schießt jetzt. Pass auf, zieh deine Units irgendwie weg. Ich hab nicht viele Units. Der geht auf die gleiche Stelle wie vor uns. Aber ich kann jetzt auch abfeuern. Ich glaube, ich fick jetzt hier oben den Roten. Der versucht da seine Base wieder aufzubauen. Kannst du ein bisschen die Anti-Air-Units da kaputt? Ja, da ist Scudsturm drin. Der ist RIP.
Ich sehe zwar da nichts mehr, aber ich habe noch genug Panzerbasen und GBA, wie gesagt, baut sich ja eh wieder auf. Ich bei ihm baut jetzt gar nichts mehr auf. Okay, ich schicke jetzt nonstop meine... Oh, das ist... Nee, das war nonstop dumm, aber ist okay. Das meintest du mit, da fliegt ein Scud-Sturm rein. Ja, aber ich mache jetzt deinen Schwarzmarkt kaputt. Ich mache seine Technologie, mache ich auch kaputt. Kann ich hier Geld schicken? Den hier oben habe ich. Du hast keine Baueinheiten mehr. Achtung, oh fucking hell, du verarschst mich doch. Was ist los? Drei random abgeseilte... oh mein Gott, ich hab gerade alle verloren, weil der die neben mir verschaffen hat. Oh, Jay spielt halt diese cheesy Sachen. Aber ich mach trotzdem weiter. Ich hab eine Idee. Vielleicht kann ich den... Ich versuch den Scud-Sturm von den Roten zu cheesen, weil der ist ja ganz unten rechts, ne? Der hat da ja gar nicht so viel Kontrolle drüber. So. Oh. Okay, ich versuche die schwarzen Märkte alle kaputt zu machen. Ich weiß leider nicht genau, wie man die erkennt, aber... Ja, das sind einfach nur übelst abgefuckte... Kannst du irgendwie Action machen, damit der gerade nicht merkt, nee, was also, ich hier mache? Also wie gesagt, ich hoffe jetzt auch, dass was fürs Vieh von dir kommt. Also lächerlich viel muss jetzt von dir kommen. Warum? Weil ich fast keine Units mehr habe. Hast du denn noch Money? Ja, aber sehr spärlich. Okay. Also ich habe halt mega viel Air, ne? Ich habe drei Flughäfen voll. Okay, dann drei Flughäfen voll, Alter? Ja, dann machen wir den roten oben fertig. Ich habe, glaube ich, den Scud-Sturm. Ich habe den Scud-Sturm eingenommen. Oh, geil. Schieß sofort ab. Ja, bin dabei. Alter. Alter, Game Winner. Das ist halt einfach richtig RIP für die. Ja, den Scud-Sturm nehme ich mir jetzt. Weil du kriegst, also nee, du kriegst die Kohle nicht, aber ich krieg Kohle, wenn ich eine enttöte. Oh, das war übel richtig. Ich habe ihn so viel gerade weggefickt. Holy shit. Ich habe einfach meine Leute da gedroppt. Und die Leute haben dann das Ding übernommen. Den anderen Scud-Sturm sollte ich auch sofort haben jetzt. Okay, ich baue wieder. Ich habe den anderen Scud-Sturm auch down. Nice, Mann, ey, das war übel wichtig. Aber noch nicht beenden. Also hier noch nicht feiern. Nee, freue mich nie. Weil Jay, wie gesagt, Jay hat das mit dem. Jay hat bessere Generalfähigkeiten als ich. Okay. Ich weiß ja nicht, wo die sich da neu aufbauen, ne? Jawohl! Pramat! Ja! Ah. Aber der andere. Ja, Mann, ey. Das habe ich psychisch im Best of Three niemals. Alter, das war. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das so eng wird. Ich habe den Anfang so auf die Fresse bekommen. Holy shit, ey. Ich glaube, das war aber übel gut, dass du, glaube ich, gegen Bram gespielt hast und ich gegen Jay. Oder? Also die sind halt mehrmals die Mitte runter. Aber da keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, du machst One vs. Two und ich spiele einfach nur er. Aber er war übel gut. Ja, das war mega, so richtige, Mann. Richtige asoziale Aktion waren über die R und der Scud-Sturm eingenommen ist halt legendär. Das ist halt ja, so die Geschichte der vor allem Scud-Sturm eingenommen, abgeschossen, den anderen weggeholt. Aber ich kann aus dem Game nicht raus, weil das Spiel einen foltert. Okay. Uff, warte eine Runde. Ja, ich nehme noch das Nachgespräch mit rein, Jungs. Das war ja episch. Ein heftiges Ding. Da eingenommen, was geht, Mann? Ja, boah, ich bin da gerade noch... Es war so close, so aber einer hat irgendwie überlebt, ne? So einer mit einer Fahne, der hat, das ist jetzt mein Scud-Sturm. Das war halt richtig mein Fakt. Alter, weil du hast denn ja echt... Also, weil das Witzige ist, du hast halt... Ich habe halt zwei, drei Scud-Stürme abgekriegt. Und alle Gebäude werden wieder aufgebaut. Ich habe immer nur eine Panzerbasis verloren, witzigerweise. GLA ist so hässlich. GLA ist behindert, ey. Aber warte mal, Bram oder Jay waren jetzt rot? Bram war rot. Ich war rot. Du warst rot, ne? Ich war orange. Okay, gut, weil das da oben war halt der Mindfuck des Todes. Und du hast halt eine bessere Generalfähigkeit als ich. So, das mit dem Units in jemanden rein und die dann explodieren lassen, ist halt ein Klassiker, ne? Klar. Das war halt. Das hat viel geholfen, aber leider nicht gewinnbringend geholfen. Aber eure Bunkertaktik da war auf jeden Fall asozial. Also so früh den gleichen Arbeiter hinschicken, das kann halt nur GBA, ne? Alter, unten bei den Öl, ich denke mir, oh, wird ein enger Kampf, doch zwei Minuten war ich komplett am Boden und das Öl war euch. Da kam ich ja gar nicht mehr rein, ey. Ja. Das war... Ja, war schon hart. Das war Runde 1. Ich glaube, ich schaffe das